Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und als erstes, wie gab die Spielauswahl für diese Folge? Und Age of Conquest 4. Okay, Age of Conquest sieht aus wie das Spiel Risiko. Und wahrscheinlich wird es nicht lange brauchen, um das zu installieren. Gleich mal sehen, genau, also 109 MB Festplattenspeicher. Da wird der Download noch deutlich kleiner sein, 58 MB. Das geht ganz schnell jetzt. Auf jeden Fall hat es auch 19 Steam-Errungenschaften. Gleich mal raufschauen. Bulte Watchtower, eliminate 10 Enemy Units. Okay, dann ist es aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr im Detail. Das heißt nicht nur auf so einer großen Karte. Töte 100 Enemy Units. Being very liked by the AI players. Mhm. Das ist sozusagen die Errungenschaft, die so mit von den wenigsten Spielern erreicht wurde, und zwar nur 0,9%. Genauso wie Explorer, Make it Treaty with Alnasa Culture. Mal schauen, wie lange das tatsächlich dauert und wie schwierig das ist, die Dinge zu erreichen. Auf jeden Fall ist das Spiel fertig installiert und jetzt gehe ich dann direkt ausprobieren. Also Playable Tutorial for Basic Introduction. Also auch wenn ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiß, was ich tun soll, aber trotzdem möchte ich natürlich wissen, wie sich das Spiel genau spielt. Auf jeden Fall, der Timer ist gestartet, die Stunde läuft. Welcome to the turtle. Press the button to view all current events. Gown Player 1. Okay, erstmal Music aus, Ambient Sound ein bisschen deutlich runter und so. Resume. Gut, dann zeig mal, was los ist und worum es geht. It's beginning of home, bla bla bla, now is the time rise of all. May the battle begin. This is a game of world domination, select Liguarians, and let's start war. Declare the button to initiate your declaration of war. Okay. Klima, Quell, Wetter 25 Grad, 100% Regenwahrscheinlichkeit. Action Points minus 1 und Happiness. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie viel sich das ändert, aber gut. Let us the troops attack the Liguarians. Das sind dann die da oben. 50 gegen, jetzt sehe ich auch da die Zahl nicht mehr, aber ich nehme an, das ist auch 5. Oh, das sind 100. Achso, aber 100 gegen 50. Move the troops. Select one, the number of troops to move above and 2 push move to confirm. Hä? Select one, okay, das sind nicht die Zahlen, sondern als erstes die Anzahl der Truppen selektieren und dann sie losschicken. Ja, die Frage ist, mit 100 angreifen oder mit weniger? Ich nehme mal die 100 mit, weil ich denke mal, dass ich die hier drüben dann noch brauche. This is your king, with the crown. The king offers 100% zusätzlicher Angriff und 30% Verteidigung. If you lose your king, you will lose the game. Make sure you protect your king at all costs. Let's build some additional troops for your king. Click on the more time to enter the extra menus. Press the button to start building. Select the number of troops to build above and push build. Okay, und das andere ist select the number of troops you... Okay, das ist a watchtower out of spying on neighborhood provinces. Gut, wie viel soll... Irgendein Hinweis, wie viel ich bauen soll? Vor allen Dingen... Ah, okay, da ist ein Upkeep.
Das heißt, wie viel Gold die mich kosten. Okay, dann genau 39, wenn das so gerundet wird, dann, damit ich nur einen ausgeben muss. Action Points. Gut, das ist natürlich blöd, dass die genau da drüber liegen. Und Gold kosten, sehe ich jetzt letztlich auch nicht, wie viel die mich kosten. So ein Käse. Mensch. Okay, also es hat mir nicht nur ein Gold pro Dingsbums gekostet. Und these Action Points tell you how many orders you can execute each turn. Okay, also davon habe ich jetzt dann schon zwei wahrscheinlich verbraucht. Anyhow, let's complete a turn and go to the next round. Don't forget this is a game of world domination, so your goal is to take over the world. The amount of gold you own is available for spending. Gut. Und 76% Happiness. Kann ich das auch erobern? Move the troops. Oder gehört mir die Provinz schon? Schauen wir mal, was passiert. Pillage. Pillage the village. Action points 1, Income 12, Inactive Duration 4, Happiness minus 30, Population minus 20. Ja, plündern ist nicht so optimal, zumindest gerade nicht im Heimat-Dingsbums. So. Govern, Commerce plus 3, Distribute Money, Festival, Pillage, Abaddon. So, 24% Happiness dazu, das heißt es lohnt sich noch nicht, weil wahrscheinlich ist da mehr drin. Dafür kriege ich minus 25 Gold und minus 0,2 Action Points. So, hier kriege ich 10 dazu, kostet mich dafür nur 3. Und hier bekomme ich 20 dazu, kostet mich dafür 5. Dafür einen halben Action Points. Okay, gut, dann gucken wir mal erstmal, was die Kämpfe machen. Hä? The game is played in turn-based Vego, so only after you finished your entry can you see how your actions actually turned out. Was war denn das jetzt für ein Käse? You have declared war on enemy Ligurians. Happiness minus 4%. Okay, das heißt, die haben jetzt 100 schon neu gebaut. Oder was? Nee. Nur 6 übrig geblieben. Can see how your actions actually turned out. You have eliminated enemy Linguarians. Happiness plus 10 bei mir. The nationwide average happiness plus the minimum happiness in parentheses if different from the average, vom Durchschnitt. Und 25 Goldmünzen dafür. So, und die anderen habe ich jetzt auch erobert. Movement by your troops. The game is played in. Ja, das ist jetzt so langsam klar. So, die jährlichen Einkünfte. Levies on Commerce 93, Administration minus 7, Nettoeinkommen, Governance minus 5 und minus 5 Upkeep. Loan, wenn ich Schulden gemacht habe. Gross, Population. Plus 1,8%, plus 1% Happiness. Global. Ist die Bevölkerung um 2,1% gestiegen und die Happiness um 2%. Ah ja. Okay. Congratulations, that's complete tutorial 1. Feel free to continue playing if you like. Note, all games are saved automatically and can continue. Note, all games are saved automatically and can continue at any time where you left, including these tutorial missions. Okay, dann well done, you have now reached turn number 2. Ach so. Ah, okay. Die Karte kann auch hin und her geschoben werden. Aber sie kann nicht rein und rausgezogen werden. Naja, sie kann kleiner gemacht werden. Kann ich das Ding dann verschieben? Auch nicht.
Gut, dann leave the game und auf zu Tutorial 2. Create a new game. Nee. Tutorial 2. Dann erzähl mir mal mehr über die etwas umfangreicheren Informationen. You can change the events to display the setting screen. Also, press the button to view all current events. Na dann sag mal, was los ist. It's the beginning of Rome, Carthago of the South expanding, and now it's time to rise or fall. Gut. So, ich habe 10. Each city can be fortified if desired and give a 100% Defense Bonus. So, dann kann ich die Karte jetzt mal wieder in die Mitte ziehen. Und Happiness ist jetzt bei 80%. Each city can be fortified if desired and gives a 100% Defense Bonus. Click. One more time to enter the Advanced Menü. Genau. Press the button to fortify. Add walls. So, 100% Effekt, dafür 70 Gold weniger. Fortify. Gut. Hat einen halben Action Point weniger jetzt. Disband. It's always nice to have friends. Select a Gaun and let them ask for an alliance. Select the Messaging Button. Was ist das? View Nation. Okay. Casual Diplomacy. Opinions. Roman Empire. Barbarien. Okay, das sind die verschiedenen Nationen. So, no inquiries, no messages. Okay, was sollte ich jetzt hier machen? Achso, ich sollte den Diplomatie-Screen dort aufrufen. Messaging-Button. Ja, sehr schön. Achso, okay. Select Request Alliance vom Dropdown-Menü und Send. Request Turn, Help Offer. Request Alliance ganz oben. Zweieinhalb. Ui. Effect on Happiness for the selected action. Happiness. Für mich plus 2 und für die plus 2. Gut. Let's have a look at your nation's management screen. Ah, Taxes are currently at 100%. Tasks. 100% und 200%, da müssen die zweimal so viel zahlen, wie sie Einkommen haben. Das hört sich aber ein bisschen merkwürdig an. Also, Taxes are currently at 100%. Tasks change tax to receive a constant happiness increase each turn 2%. But lesser income. Okay. Happiness go estimate. Und dann noch 1% mehr. Dafür habe ich dann Minus. Military Upkeep. Netto Income. 200%. 10% weniger. Oder die Einheiten wachsen. Minus 20, plus 20. Okay. Und das hier ist minus 6% und plus 4, plus 3. Ach so, da oben ist die Tax Rate. Die kann ich aber gar nicht verändern. Das heißt Levies on Commerce. Employ Governors. Governors' happiness of the provinces will make sure they keep paying taxes. Okay, dann werden die Gouverneure weggenommen. Aber es macht jetzt nicht wirklich. Ich bin jetzt auf der Provinz. Dann kriege ich die Einkommen. Nee, dann kosten sie mich auf jeden Fall nicht. Distribute money. Hold a festival across your nation. Increase the happiness of your peasants. Okay, das ist das mit dem Festival. Und do you want to hold a nationwide third Fertility Festival to increase population growth in all your provinces. Limit one every six turns. Achso, hat er auch ein Limit? Nur einer pro Turn. Okay. Election, World Leader, Past Ballot. Close the management screen whenever you are ready. Okay, bin soweit. Lass weitermachen. Each city allows you perform additional tasks. Let's have a look at Rome. Click one more to Dingsbums. Press the button to view your city.
Here varies decreases you can enact with influencing your population growth and happiness. Good. Pillaging will give you emergency income for a village, but with severely lower morale und ja, wird ziemlich ein Ärger geben. Das habe ich mir schon angeguckt. Ist okay. You have troops are costing you money that you don't need. You have troops that are costing you money that you don't need. Was meinst du damit? Click one more to figure out. Select to disband this troop. No! Select the number of disband. Then disband. Oh man. Aber nur ein, ja? Ich will meine Truppen ja noch behalten. This button allows you to center the map at your largest city. Center the screen around your nation. Select unit to title. Okay, und jetzt? Let's have a look at the game objectives. Ah. So objectives is the victory condition to win the game. The game ends once player reached 100% points, 100.000 Punkte, which means 100% of the objective is reached. Closing the standing screen with any ready. Each player rank and points are displayed in the current standing table. Okay, alle noch ziemlich niedrig. Also ich bin aktuell knapp auf Rang 3 zusammen mit allen anderen. Okay, super. Die sind auch alle. Oder sind noch ein paar andere, die sind ein bisschen weiter hinten. Aber die werden dann nicht auf Rang 4, sondern auf Rang, keine Ahnung, 15, 20, sonst was. Weil wir sind ja alle schon auf Rang 2. Okay, Control 82% auf dem Map for BT, allerdings Count 35%, Protectors 10% und Protectorats 100% towards Victory. Victory Condition is reached if one or more players reach 100 points. The game also ends if one or less players are left alive. This game has no turn limits. Ah ja. Gibt es hier noch irgendwelche? Ah ja, es gibt noch ein Territorium. Ah ja, genau, wo die einzelnen Nationen dann sind. Okay, Congratulations, that's complete. Okay, das war's schon. Mehr Informationen gibt's nicht. Und jetzt weiß ich schon alles. Your Settlements, Village. Manage. Das ist schon protected. Fortify the village. Ach nee, das ist das Einzige, was ich noch ausbauen kann, weil die anderen beiden sind schon befestigt. Und das andere ist dann Management. Gut, ist alles das Gleiche. Ich kann die nicht unterschiedlich managen. Okay. Gut, dann hol dir mal diese Provinz dort. So, wie kriege ich die jetzt verlegt? Move. Ich denke mal, über Wasser zu bewegen funktioniert nicht so optimal. So, dann hier 50. Move Commander. Na, dann kann ich auch gleich alle 100 bewegen. Und dann weiter nach dort. Your Nation, die Linguarians. Deswegen bin ich aktuell mit denen befreundet? Nee, oder? So, dann geht es ja noch darum, Truppen zu produzieren. Ein Spy Tower. Watchtower gebaut. Eine Errungenschaft freigeschaltet. So, neue Truppen bauen. 100 ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Ich frage mich vor allen Dingen, ob es vollkommen egal ist, wo ich die baue. Ich kann so viele Truppen bauen, wie ich will. Super. Naja, machen wir mal 100. Oder zumindest so viele, dass sie mir nur 5. Wann würden sie 4 kosten? Unter 100. Also 99. Gut, machen wir 99. Und
Und hier kann ich noch auch weitere Truppen ausheben. Aber lassen wir das erstmal. Nur probieren wir es. Gut. Next turn. So, Autoplay Events. Die FD Cloud war an. Das ist ja echt blöd, dass die alle so hin und her zucken dann. Gut, Netto Income. Grau. Okay, die ist meine, die habe ich erobert. Das heißt, mit denen bin ich jetzt im Krieg. Oh, ich bin mit zwei im Krieg. Sollte ich vielleicht mir noch mal ein bisschen überlegen. Messaging. Request Peace. 1,5 Effekt und Happiness Legend. 1% auf beide. Guck mal erstmal, ob ich mich mit dem nicht noch ein bisschen anlegen kann. So. 199 dazu. Wieso haben die jetzt eigentlich da oben nicht erobert? Ich dachte, ich hätte die in die Provinz reingeschickt. Habe ich wahrscheinlich doch vergessen. Move Commander. Achso, solange ich, wenn ich die vollen Truppen sende, ist er automatisch mit dabei. Und hier dann nochmal neue Truppen ausheben. Auch nochmal. Ah, okay, so viel Kohle habe ich gar nicht. Naja, behalten wir mal noch ein bisschen Geld über. Wer weiß, was da sonst noch so passiert. Und hier kann ich die jetzt übersetzen. Nee. Doch. Was? Wieso ist denn das Bewegen der Truppen so teuer? Ist es über Land genauso? Nee. Aber über Wasser kostet es Geld. Na prima. Ach, nee. Okay, ich kann die immer nur um ein Feld bewegen. Move. Und ich kann sie auch nur einmal pro Runde bewegen. Okay. Na dann. Nächste Runde. Autoplay Events. Attack by Troops. 9, 213. Boah, wieso verlieren die so viele von so ein paar Kämpfern? Cults have ignored Ellie by you. Was? Achso. Das war die Allianzanfrage von vorhin. Gut, 14 Einnahmen. Militärischer und Wachstum 1,4, Happiness 3%. Wir sind auf Expansionskurs. So, hier weiter nach vorne. Und ja, jetzt wäre die Frage. Erstmal hier 50 rein. Uff. Und der Rest auf die andere Seite. Und ich hoffe mal, dass ihr den hinbekommt. Und das war's auch schon. Kann ich die jetzt nicht eigentlich noch irgendwie ein bisschen aufbauen? Nicht wirklich. Nur neue Einheiten. Naja, schauen wir mal. Okay, 40 verloren. Was ist das? You have captured the... Okay, vielleicht sollte ich doch nicht ganz auf Automatik stellen, sondern langsam durchgucken. Und probiere es. So kann ich mir die Events nochmal angucken. Okay, nächstes Event. Das war ja Troops. Ändert sich da irgendwas? 104? Nee. Aber jetzt wird nichts angezeigt, inwieweit die... You have captured a ruler, enemy Linguarians. Ach so, ich habe den Anführer gefangen genommen.
16 Happiness bei mir. Super. Tribute Receive, Protektorats, Levies on Commerce, Taxes Yearly. So habe ich jetzt eigentlich keine Steuereinnahmen. Die Gouverneure sind doch da. Militär wird auch aufrechterhalten. Ich könnte das Militär ein bisschen mehr zahlen lassen. Dann bekomme ich dann noch 10% mehr jede Runde. Okay, da sind 11, da sind 104. Ich sollte mir noch überlegen, wie ich mit denen da unten klarkomme. Hey, da ist ein Schiff. Da ist auch ein Leader drin. Per Schiff kann ich die nicht so leicht angreifen. Aber hey, warum nicht? Move. Ihr könnt euch da schon mal zusammenlegen. Und fertig. So. Income. Ranking. Wo bin ich? Rang 2. Knapp vor dem anderen jetzt. Biggest Gainer. Ich habe 4300 Punkte gesammelt. Und Biggest Loser. Linguarians sind ja schließlich gefangen worden. Aber noch nicht ausgelöscht anscheinend. Wo sind die jetzt hin? War noch hier vorher noch drin. So, dann kann ich jetzt die ganzen Truppen reinbewegen. Geht es jetzt direkt weiter. So, gut, dann ihr beide jetzt zusammen. Ich verstehe gar nicht, wieso es zwei unterschiedliche Farben sind. Also gut, die Truppen jetzt hier mit denen zusammenbringen. Und ansonsten, achso, da kann ich jetzt wieder nur die 50 Truppen bewegen. Das wäre natürlich ein bisschen wenig. Nee, plündern nicht. 92, ui. Was kriege ich hier unten? 37. Naja, es lohnt sich nicht so sehr. Heimatstadt 155. Und sonst kann ich hier nicht allzu viel machen. Events. Und 82. Gut. So, dann kann ich da vielleicht noch ein paar Truppen dazu legen. 36 Income, Order Entry und die beiden sind jetzt zusammengelegt. Die da oben expandieren aber auch ziemlich. Die Frage ist nur, wohin? So, ihr geht nach da drüben. Hier werden noch ein paar Einheiten engagiert. Machen wir einfach mal nochmal 100 dazu. Und kann ich jetzt schon mit allen Einheiten auf einmal angreifen? 182. Ja, prima. Runde zu Ende. Also, 40, alle ausgelöscht, nur 20 verloren, gut. So, jetzt wäre die Frage, ob ich da drüben übersetzen kann, aber ich denke mal, da brauche ich noch eine ganze Menge mehr Einheiten. Das andere wäre jetzt dann dort oben, mir hier das kleine Empire da zu holen. Also meine Bevölkerung ist um 1,5 gewachsen, wenn die andere wieder um 2% gewachsen ist. Und dafür sind meine Leute glücklicher als der Rest der Welt. Was ist das denn?
Next turn is tax season. Please adjust your tax accordingly. Okay. Plus 6, plus 50, plus 10. Yearly tax. Aha. Oder 9% mehr Glücklichkeit. Das bringt aber viele Kohle. 200%. Machen wir jetzt etwas sauer und ich bekomme sehr, sehr viele Kohle. Und Levies on Commerce. Naja, lassen wir sie mal 100%, weil im Moment sind sie schon recht glücklich. Dann muss ich das nicht anpassen. Aber wahrscheinlich kann ich es danach wieder nicht anpassen. Das heißt, es bleibt dann die ganze Zeit so. Aber es hat ja wahrscheinlich eh bloß einmal den Effekt, also einmal pro Jahr. Das heißt, 7 Züge. Achso, Dezember. Keine Ahnung, welchen Monat das jetzt angefangen hat. Wahrscheinlich ist dann ein Zug einen Monat. Okay, so, jetzt gilt es erstmal hier weiter die Truppen zu bewegen. Und zwar zu den da. Declare where. Jawohl. Und Angriff. Ah, okay, die anderen gehören auch mit dazu. Achso, die sind noch nicht in meiner Sichtweite, deswegen hat es damit zu tun. Na gut, dann gehe ich aber trotzdem mal davon aus, dass da eine Teiltruppe reichen sollte. Also 10, 20, 30, 40, 50. Machen wir da mal ruhig 70. So, und hier jeweils dann 50 und der Rest geht nach da vorne. Abmarsch. So, jetzt sollte ich dich auch mal wieder irgendwo hinbringen, damit du noch in den Kampf irgendwie mal wieder eingreifen kannst. Ist ja blöd, wenn die Truppen dann nur so rumstehen. Na, dann mal schauen, ob meine Armeen erfolgreich sein werden. Do you really want to turn? Did you read all your messages? Did you respond all injuries or other unread notification? Ich weiß nicht. Dismiss? Meinst du das oder wie? Ah ja. Na dann lass doch mal gucken. You have declared war on enemy gauls. Pam 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 pam. Weg. Meins. Weiter. Okay, die kämpfen nochmal zurück. Weiter. 10 Kills! Nächste Errungenschaft. 40. 38. Und meins. Und da hinten ist der King. Population. Happiness plus 3%. Population, Happiness, Income. 1161. Boah, da zahlen die neuen Provinzen auch nicht gleich mit. Gut. Na dann, Aufrüstung. So, der muss jetzt hier wieder rüber. Ist ja echt blöd, dass man jedes Mal, wenn man den übersetzt, dann so viel Geld zahlen muss. Bloß wegen diesen blöden Inseln. Okay, auf jeden Fall hier noch ein bisschen Armee verstärken. Und dann... Ah, ich brauche noch Bevölkerung, damit ich die natürlich dort machen kann. Muss ich mal gucken, wie viel Klimatversa. Okay, hier steht die Bevölkerung nicht. Wo steht denn die Bevölkerung? Ah, Population 143.000. Und davon habe ich jetzt 20.000 rekrutiert. Wie viel haben die hier? 61.000. Ja, ist gut in Großstädten zu sammeln. Und gleich mal auf Angriff. Angriff. Moment, so, zack, ja. Ja, aber erstmal noch 50 in die einzelnen umgebenden Gebiete. Move. Nochmal 50 hierhin. Und vielleicht sollte ich mir überlegen, mit denen da mal Frieden zu schließen, aber wahrscheinlich werde ich mir das nicht leisten. Doch, 1,5. Das geht gerade noch. Gerade so. Und dann heißt es, den Rest nach oben zu schicken.
Was? Nein, nein, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Okay, Rundo, letzte Aktion. Gibt keinen Frieden diese Runde. Muss auf nächste Runde verschoben werden. Move. Das ist wichtiger. Schließlich geht es um Domina. Ah, Cancer. Okay, was ist diese Runde? You have received 161 in taxes this turn. This amount has already been applied to your revenue. Ja, ich habe es wahrscheinlich auch großenteils ausgegeben, wie es aussieht. Hey, was ist denn da oben los? Sind da immer noch die... Die Linguarians laufen noch frei rum. Wie kommen die da oben hin? Sind die wieder neu ausgesetzt worden oder was? Das ist ja ein Ding. Um die muss ich mich wohl nochmal kümmern. Okay, dann zeig mal, was los ist. Oh, da sind die rübergegangen. Aber okay, sieben sind noch da. So, meine. Meine. 37. Okay, die haben noch eine Provinz nach außen erobert. Hey, ich habe jetzt schon über 1 Million der Bevölkerung. Aber mein Income ist ein bisschen niedrig. Also damit kann ich gerade mal die... Und 100 Münzen Administration. Ja, Wahnsinn. Juhu, ich bin schon auf Rang 1. Habe die anderen schon überholt. Biggest Gainer, Biggest Loser. Ja klar, weil ich die Gauls hier angegriffen habe. Also, dann heißt es... Die beiden da zusammenzuführen. Move. Und die auch da rein. Und hier dann auch wieder beide zusammengeführt. Ach so. Move. Okay, es kostet natürlich eine Menge Züge. So, dann bereite ich mal den Angriff nach da oben vor. Und jetzt habe ich zumindest noch genug Punkte über, um vielleicht doch nochmal den Friedensvertrag da abzuschließen. Die Blauen segeln mir hier gerade davon. Und die Grünen, was ist mit denen? Germania, warum sind die denn sauer? Die Günther mit den Have to Location, this will allow groundwater levels are very suitable to build farms. Aber ich kann noch gar nichts Spezielles bauen, oder? Das sind die Governance-Sachen. Das ist das Pillaging, das Plündern. Also wenn hier jetzt bloß ein Tower ist, die Frage ist, was kann ich denn dann hier noch bauen? Fortify the village, das ist nur zum Befestigen. Ziemlich teuer. Great. Okay, aber ich kann hier nur den Watchtower, obwohl ich dachte, das wäre schon der Watchtower. Aber anscheinend ist das nur eine Repräsentation, wie viele Leute da wohnen. 145.000. Okay, einen Zug habe ich noch. Die Frage ist, wo schicke ich die Leute hin? Ich könnte die hier schon mal angreifen, beziehungsweise mir hier mal noch einen Watchtower bauen, weil anscheinend fehlt mir da ja noch was. Also Bau. Nee. Ja. Ah, der kostet hier nur 50. Ist ja schön. Dann mal gucken, dass ich hier mehr Informationen bekomme, aber scheinen keine da zu sein. Aber es ist gut, es ist ja wahrscheinlich hier, haben wir noch mehr als genug andere Provinzen, wo Armeen stehen können. Also erstmal den Turn beenden. Achso, genau, das hat mir jetzt schon den halben gekostet. Also weiterschauen. Möglichst immer die beseitigen, mit denen man noch im Krieg ist. Ha, die haben mich angegriffen. Sind sie aber nicht vorbeigekommen. So, und damit übernehme ich deren Provinz. Und wieso bin ich mit denen da schon im Krieg? Naja. Und jetzt da oben den gefangen nehmen. Und you have eliminated enemy Gauls.
Okay, die sind weg. Order Entry. Ja, die Truppen zusammenzuziehen ist an der Stelle immer wieder ziemlich aufwendig. Dass dafür immer ein ganzer Turn drauf geht. Das ist natürlich nur die... Oh, da ist ein Vulkan ausgebrochen. Aber scheint nichts auszumachen. Scheint nicht weiter zu stören, dass da ein Vulkan brennt. Oder war der schon die ganze Zeit da? Hm. Terrain normal, Ground Barter, no owner. Sowas. Das ist eigentlich... Achso, das läuft ein paar Runden, bis das kommt. Kann ich schon mal Großbritannien... Ach, das sind auch nochmal andere. Kann ich mir jetzt schon mal die Informationen angucken. Opinions. Roman Empire, das bin ich. Und die sind etwas sauer. Okay, aber wo waren jetzt... Das waren noch Earth, hießen die doch gerade. Diplomatie, Roman Empire, Relations, Protektorat. Die Linguarians sind mein Protektorat. Aha, und mit dem bin ich noch im Krieg. Okay. Injuries, then, you, no. Gaul. I believe this is your best interest to form an alliance. Do you accept? Das sind die, die ich gerade schon ausgelöscht habe. Request ignored. Show overview map of involved nations. Would you like to offer peace? Do you accept? Sender und der Receiver existiert schon nicht mehr. Und hier Sender und der Receiver ist da unten. Okay. So, jetzt will ich auch noch mal wissen, also was ist mit dem da jetzt los? Ah, das sind die Kelten. Also Diplomatie, Kelten. Oh, die sind gleich mit Zweien im Krieg. Mit den Ghulen. Okay, jetzt sind die Germanen. On a very easy casual difficulty. He is set to the extra friendly towards human players in the game. Ja, deswegen ist es auch so leicht, weil sonst hätte ich hier bisher nicht so leicht durchmarschieren können. Schon ein bisschen zu einfach fast. So, dann mal die beiden wieder zusammen vereint. Okay. Illyrians have eliminated Macedonians. Enemy Catalans have ignored your peace treaty proposal. Naja, wenn ihr meint, dass euch das sinnvoll erscheint. 71. 115. Die rüsten auch schon langsam auf. Enemy Carthagians have ignored your peace treaty. Genau. So, Income plus 14. Ist lesser than 50. Aha. Aber da die Happiness über 100 ist, beziehungsweise 100 ist, über 100 wird sie nicht gehen, aber damit habe ich auf jeden Fall... wieso kann ich dich jetzt nicht da rüber bewegen? Hallo? Ah, der kommt um die Berge nicht drumherum. Na, so ein Käse. Na gut, deswegen habe ich dann vorhin den Zug versehentlich beendet. Ich dachte, ich könnte gar nichts mehr machen. Naja, dann geht ihr mal in die Richtung weiter und die anderen gehen weiter nach oben. So, zuerst den da rein. Kriegserklärung, ja. Und alle Marsch.
die kommen auch gleich. Wobei, nee, die können eigentlich gleich da oben rein. Mal gucken, wie viel da noch drin sind. Und der kann dann als Nachzügler da drüben weitermachen. Gut. So, was ist los? Keltens have eliminated Germanic people. Okay, die sind jetzt da drüben weitergewandert. We have declared war on enemies Kelten. So, 161 zu 125. Die sind abgehauen, die Schweine. Attack by your troops. Okay. So, plus 9. Und wir haben jetzt April, Mai. So, dann geht ihr weiter nach oben. Und die sollten jetzt da drüben weiterkommen. Und ihr schnappt euch mal den König da oben. Los, schnappt ihn euch. Bin ich mit denen noch im Krieg? Ja, mal gespannt, was die da anstellen wollen. Auf jeden Fall werde ich hier mal ein paar Truppen ausheben. Und mit dem Zweifelsfall schnappen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Events. Die kommen wieder an Land. Super. Er hätte es ja auch nicht auf See schicken müssen. Was war das denn? Die haben gegen die 8 Handel da verloren. Nochmal zurück. Das will ich sehen. Ach, 42. Die haben Truppen ausgehoben. Na schön. Okay. Ja, dann gehen die anderen da nochmal hin. Situation. Okay, ich habe weitere Punkte zugenommen und die Slavs haben deutlich verloren. So, wo sind jetzt die Blauen hin? Da hinten. Los, schnappt sie euch. Kann ja wohl nicht sein, dass die da rumkurven. Und wieso kann ich da mit denen nicht kämpfen? Können die auf Wasser keine Kämpfe führen oder was? Also, los, holt euch das kleine Zipfelchen da. Und ihr holt euch mal London. Also, Abmarsch. Und da unten, ja. Wenn ich mit euch nichts weiter anstelle, bringt es ja auch nichts. Also, weiter nach unten rein. Und Angriff. Events. Movement by your troops. Oh, 59. Schmerzhaft. Ihr habt declared war on Illyrians. Happiness minus 28. Oh, jetzt wird es langsam kritisch. Dann kriege ich gerade bald keine Steuereinnahmen mehr. Muss ich mal wieder ein bisschen Ruhe schaffen. Plus minus 0. Wieso habe ich eigentlich so wenige... Achso, die Administration ist so teuer. Hm, das ist ja blöd. Irgendwie kriege ich dann keinen Plus unterm Strich rein. Okay, die haben jetzt da schon 90. Also ich muss hier auf jeden Fall ein paar Truppen ausheben noch. Okay, viel kann ich mir nicht leisten. Das ist zu wenig. Wieso sind die eigentlich immer noch da? Die hätten doch vorher schon weg sein sollen. So, was ist jetzt mit diesem blöden blauen Schiff passiert? Ah, die sind da unten eingefallen. Und dann hinterher. Was ist das? Cancel Relation. Also die sind jetzt ein Protektorat von mir. Aber steuern kann ich sie nicht. Gut, dann geht ihr einfach mal... Jetzt lieber hier drüben noch den Rest einsammeln oder doch mal hier drüben übersetzen.
Weil wenn ich jetzt schon mal auf dem Schiff bin, aber am besten den Kleinen da unten und dann mal schauen, was los ist. Ja, viel kann ich jetzt eh nicht machen. Gut, immerhin habe ich noch 15 plus. Aber wer weiß, was mit meinen Armeen passiert ist. Okay, die haben jetzt nach unten angegriffen. Und ich habe mir diesen Fleckchen Erde geholt. So, 81. So, jetzt komme ich da natürlich nicht durch, wenn die da im Weg stehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Die have captured in Ruler von Illyrians. Und deswegen gehören mir jetzt diese beiden Landstriche. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo ich die gefangen habe, sind die meine Patrons. So wie der da. Na gut. Auf jeden Fall ist die Glücklichkeitsrate deutlich gestiegen. Und ich bin jetzt auch da unten angekommen. So, weiter. Ha, 36 plus. Das ist doch schon mal um einiges besser. Also, Loan Payments habe ich keine. Military Upkeep, Government Administration, Tributsreceive von Protektorats. Okay, das heißt, von dem und von dem anderen bekomme ich im Moment 2 Goldmünzen. Na gut. Okay, was jetzt los? New. I believe in your best interest from an alliance. Do you accept Berbers? Welche sind denn das? Diplomacy. Okay, das sind die da unten. Von mir aus. Einmal Allianz. Na gut, dann erstmal Runde zu Ende. Federate Libertas hat declared war an Federate Illions. So, die Stunde ist auf jeden Fall schon mal rum. Oh, alle 64 da rein. Da bleiben nicht viele über. Und da unten stehen noch 37 jetzt. Also da lang, da überlebe ich nicht lang. Ägyptians have declared war an Federate Ligurians. Okay, Ägyptians sind die da. Oder irgendwo. Ja gut, jetzt habe ich die eine übernommen. Ach, das ist noch doch noch eine zweite Provinz. Ich dachte, das sind die gleichen. Na gut. Okay, August, es dauert noch eine Weile, bis ich wieder ordentlich Kohle bekomme. So, jetzt mal ein bisschen flotter hier. Verbs erklärt Kriegs. So, übernommen. Und da sind wieder irgendwelche Leute geflohen. We have captured the ruler, enemy Celts. So, das heißt, die Kelten gehören jetzt mir. Und sind jetzt sozusagen ein Protektorat. Ah, und da unten hat es nicht geklappt, die zu überfallen. Wir haben zu viele Truppen ausgehoben. Okay, 58 plus 18.000. I believe it's in your best interest to form an alliance. Do you accept? Okay. Happiness für beide plus 2. I believe your best interest to form an alliance. Mit den Ägyptern. Die sind dann unglücklich und ich bin glücklich. Naja, umso besser. Dann geht es denen auf jeden Fall nicht sehr gut damit. So, das sind jetzt die ganzen, mit denen ich Allianzen habe. Das sind meine Protektorate. Das ist eigentlich nur noch Karthage. Bin ich doch eigentlich dann fast durch, oder?
Wie sieht es denn mit den Punkten jetzt aus? Election, World Leader. The World Leader isn't the most, is the most powerful nation and has the ability to start Balloons. Achso, das ist da Balloon. Ja, aber wo bekomme ich denn jetzt nochmal die Punkte? Standings. Okay, 100.000 brauche ich. Gelten jetzt die Allianz-Discount 35% und Protractors 10%. Protectors 10% und Protectorats 100% Dubats Victory. Hier sind auf jeden Fall noch sehr viele. Ah, die sind alle schon null, die sind ausgelöscht. Mit den Ägyptern habe ich eine Allianz. Naja, auf jeden Fall ist mein Territorium sowieso das größte. Aber gut, ist die Frage, wie lange das jetzt dann noch dauert. Habe ich die jetzt nicht gekauft oder was? Achso, doch. Okay, und die haben die anderen da natürlich sich zurückgeholt. 5% minus. Aber dafür ordentliches. Boah, so viel frisst die Administration? Ich glaube ja wohl, ich spinne. Was ist denn das für ein Käse? You have received 3972 in taxes this turn. This amount has already been applied to your revenue. Wieso sehe ich die anderen jetzt alle dort? Weil die Allianzen sind? Oder weil die Allianz jetzt besser funktioniert hat? Egyptians have declared war on Federate Alliance. Was? 248? Wo kommen denn die alle her? So, da sind jetzt keine mehr. Und die sind auch einfach übernommen. Ja, Wahnsinn. Wäre es doch viel einfacher, die einzelnen Züge zu machen. Ägypter haben 14.000 gewonnen. So eine Sauerei. Durch die Verbindung mit mir, oder was? Ich glaube, den muss ich mal ein bisschen die Leviten lesen. Minus 28, das wird langsam kritisch. Ich brauche mehr Geld und weniger Truppen. So, dann kann ich die auf jeden Fall mal auflösen. Jetzt will ich mal gucken. Also hier sind jetzt aktuell 132.000. Und wenn ich die jetzt auflöse, sind die am wenigsten da. Ja, also sind zumindest dann, werden zu der Bevölkerung wieder hinzugezählt. Da könnte ich natürlich auch mit einigem Aufwand die Bevölkerung dann von größeren in kleinere Provinzen sozusagen auslagern. So. Oh, sie kommen, um mich anzugreifen. Ein Glück, dass die Armee da noch da war. Ha, die kriege ich gleich wieder. The Egyptians have declared war an enemy Greeks. Oh, beide ausgelöscht. So ein Mist. So. Und? Jawohl. We have captured the ruler. Sobald ich die Oberbosse gefangen nehme, wird meine Bevölkerung gleich wieder glücklicher. Boah. Illyria. Okay, jetzt konnte ich da nicht rein, weil mir jetzt der andere Typ da im Weg ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. You are currently the most powerful nation. You can hold elections if you declare so. Consider. Select. Recognition. The Romans have called to be recognized the most powerful nation. Do you accept their claim?
consensus. The game ends and you will be declared the winner. No consensus, you will receive a -5% happiness penalty for each nation that's rejected your claim. Capped at 30%. No consensus, you go to war with everyone that voted against your claim. No consensus, all your wars end for nations that vote in favor. Okay. Great challenge. The Romans have called for everyone to participate in the Great Challenge. Do you want to take part in the all-out war? You will go to war with everyone that agreed to participate in this challenge. Nations that vote against will receive a -5% for their covert reaction. Na dann, los. Your balloon recognition is currently being voted on. So, die Welt ist fast genauso wenig gewachsen wie ich. Aber ich habe mehr als die Hälfte der Weltpopulation. Ja. So. Ihr habt also gegen mich gestimmt. Naja. Die Allianzpartner haben dazu gestimmt. Genau, das sind die Grünen, das sind die Ägypter. Und da oben noch ein paar Braune. Und die anderen haben wohl kein Interesse. Na dann. Sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Ha, das war ein Fehler. Ui. 169, wo kommen die denn schon wieder her? Okay. We have eliminated enemy episodes. You have captured a ruler. Moving by your troops. So. Ha, 300 dazu. Also, 1,3. Ja, ziemlich viele Züge jetzt verbraucht. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Gut, die greifen zuerst an. Dann sind sie da schon mal schutzlos. Mainz. Noch ein Angriff. Verzweiflungstaten. Also es gibt doch Wasserkämpfe. So. Und gefangen genommen. Jawohl. Captured. Damit sind die anderen bereits erobert. Aber der hat jetzt noch eine Provinz. Oh, da haben sie aber ganz schön abgelöst. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie befestigt gewesen ist. So. You have captured the ruler Illyrians. Gut, weiter. So, die kann ich jetzt eh nicht übernehmen. Wieso auch immer, dazu muss ich erst den Vertrag brechen. Wobei es gar nicht so notwendig gewesen wäre, die alle zusammenzuziehen. Aber so sind sie zumindest an einer Stelle und sie kosten mich auch weniger Bewegungspunkte, wenn ich die dann weiter irgendwo hinschicke. Ah, ich habe da unten jetzt nichts bewegt, verdammt. Na gut. The Egyptians have eliminated Federate Thracians. They have eliminated Federate Illyrians. So, jetzt haben sie da unten die eine Provinz übernommen. Ich habe deren Provinz übernommen. So. Und? Gefangen. Eliminated. Okay. Gut, Stück für Stück. So, und damit ist die letzte Ruler dort gefallen von den Enemy Greeks. Oh, die sind noch ganz schön gut bewaffnet da oben.
Auf jeden Fall haben wir die eine Election. So, Recognition nochmal. So, eure nächste Chance, mich zum World Leader zu ernennen. Also, dann bleibt noch die eine dort übrig und ich denke mal, dass sie sich da jetzt nicht mehr viel überlegen werden, ob sie jetzt gegen meinen Vorschlag stimmen. Alliiert Berserks eliminate Federate Iberians. Oh, da drüben. Okay, ihr versucht es nochmal. Dann ist es für die anderen auf jeden Fall leichter. So. Ja, nein, die stimmen jetzt dagegen. Ich glaube ja, weil ihr spinnt. Naja, ihr wollt es ja nicht anders haben. Ihr hättet doch einfach nur ja sagen müssen. Aber nun gut. Dann halt auf die harte Tour. Okay, und jetzt geht's hier unten wieder los. So, Samartians sind Geschichte. Territorialruler, nächste Errungenschaft freigeschaltet. Das sind halt jetzt schon 4 von 19 Errungenschaften. Ich habe so die Tutorial completed. Wieso habe ich dafür nicht die Errungenschaften bekommen? Achso, wahrscheinlich, weil ich noch nicht das aktuelle Tutorial abgeschlossen habe. Ja, für Eliminated Slaves. Victory! Rang 1, 100.000 Punkte. Objectives. Control 82% Property. Gut. Okay. Play for 1 hour und total completed sind jetzt noch ebenfalls abgeschlossen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was ich eigentlich hier alles machen kann. Okay, Moddings. Settings kann ich hier noch einstellen. Es gibt auch in Deutsch. Okay, das Ganze wäre also auch in Deutsch gegangen. Okay, das war jetzt sozusagen noch das Tutorial mit den etwas einfacheren Gegnern. Ja, soweit ein Spiel, noch in der leichtesten Schwierigkeitsstufe, weil es jetzt natürlich mit Tutorial noch auf Casual war. Aber es ist dann doch etwas eintönig, dort die Armeen zu ziehen. Sicherlich ist es deutlich herausfordernder natürlich mit den schweren KIs, weil die mehr Einheiten dann bauen werden und wer weiß, was sie sonst noch für Vorteile haben. Aber viel bauen lässt sich nicht. Es lassen sich auch nur die gleichen Truppentypen oder im Endeffekt nur ein Typus von Truppen dort ausheben. Deswegen ist es jetzt nicht so spannend. Also ich sehe da jetzt nicht so lange Motivation drin. Vielleicht mal kurz zwischendurch dann, wenn man gegen Leute spielt, die man kennt. Am besten dann noch, wenn man sie dann gegenseitig hören kann, wie sie dann rumschimpfen und sonst was. Wenn man ihnen dann irgendeine Provinz gerade vor der Nase wegschnappt oder ähnliches. Komisch, dass die Steam-Anmeldung nicht automatisch drin ist. Soweit für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!